meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Ich bin jetzt hier gerade immer noch an diesem einen Stuhl dran, den ich aus der Bar bekommen habe, aus der Marmion Bar im fünften Stock hier im Lindenberg. Das Ganze wird immer stabiler. Wir haben uns jetzt so langsam hier so durchgearbeitet. Vorher hatten wir hier so ein Loch und wie ihr seht, spannt das sogar schon ein bisschen. Wir haben jetzt hier mit drei verschiedenen Farbsträngen dieses Gitter nachgezogen und jeweils sozusagen immer von hier bis da gespannt, 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 gespannt und immer von hier, 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 während ich abwechselnd verschiedene Farben verwendet habe, damit das Ganze auch so ein bisschen bunter aussieht. Ich mag ja bunte Sachen. Wir machen hier noch ein bisschen Stückchen diesen Stuhl weiter und dann geht es schon in den nächsten Clean-Up, den wir heute wieder im Ostend machen werden. Wir wollen ja erstmal das Ostend sauber machen, bevor wir weiter starten. Ich habe schon geguckt, der letzte wurde auch schon von seinem Platz abgeholt. So, meine Freunde, wir machen noch einen ganz kurzen Einkauf und dann geht's schon los mit dem Cleaner. Und diesmal hier an der Straße direkt am Edeka, sprich die andere Parallelstraße zur Hanauer Straße. Und hier direkt vor dem Supermarkt beginnt das Ganze schon. Irgendwelche Taschentücher, Abputztücher. Ihr müsst mal sehen, wie sich diese Masken einfach überall verteilen, meine Freunde. Hier hängen einfach irgendwelche Masken rum, hier liegt irgendwelcher Müll herum. Menschen haben auch irgendwie so den Drang danach, Dinge auch manchmal einfach irgendwo zu verstecken. Aber meistens muss man schon sagen, die Leute lassen es auch einfach zurück. Und geben überhaupt nicht acht, was damit passiert. Meine Freunde, für alle, die die Gegend kennen, wir sind jetzt gerade beim Aldi angekommen, also gar nicht so weit weg. Erst kommt der Lidl, dann kommt der Aldi. Ja, das kennt man ja, passiert auch manchmal, dass man einfach halt irgendwie Pudding kauft und dann packt man den aus. Und dann packt man den aus und dann lässt man halt alle Packungen im Beet. Das ist also im Februar abgelaufen, das heißt, es sind irgendwie
Mindesthaltbarkeitsdatum ist schon länger abgelaufen. Das heißt, es liegt auch vielleicht schon länger hier drin. Ja, wenn hier schon im Beet was ist, dann müssen wir einfach noch ein bisschen das Beet entlang gehen. Und dann finden wir jetzt hier auch wieder ein paar Sachen. In a forgotten corner of the universe. Da hat sich jemand aber eine ganz blöde Stelle ausgesucht, um sein Geschäft zu machen. Leck mich. Ich glaube, das ist der größte Kackhaufen, den ich jemals gesehen habe. Damit hätten wir jetzt einen riesigen Sack Müll gesammelt. Und ihr habt gesehen, das ging eigentlich relativ schnell. Vor allem, weil man immer wieder irgendwelche Plätze findet, an denen wahnsinnig viel Müll rumsteht. Und so, meine Freunde, noch wichtig, immer wenn ihr fertig seid, ein kurzes Bild. Und dann könnt ihr auch das Ganze für die Nachwelt festhalten. Postet für eure Stadt den nächsten Sack Müll, schaut, wo ihr die nächste Müllhalde findet, und ja, solange das Ganze so bleiben wird wie heute und man immer wieder Plätze findet, an denen es halt super verdreckt ist, werden wir immer weiter Cleaners machen können. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde!